Phil Dunphy. Hi, ich bin's. Hey! Phil, ich hab hier ein paar Mütter, die die Talentshow-DVD sehen wollen und ich krieg den Ton nicht an. Ein Bild habt ihr aber? Ja. Ehrliche Antwort, hast du aus Frust wieder angefangen, auf sämtliche Knöpfe zu hämmern? Nein. Ich hab da so eine Theorie. Phil installiert die kompliziertesten Dinge im Haus nur, damit er einen Grund hat, mit mir zu reden, als wäre ich ein Kleinkind. Letzten Monat war es ein Thermostat. Die Schneeflocke hier macht's kalt, kalt, kalt. Der Ausschaltknopf macht halt, halt, halt. Die kleine Flamme macht's heiß. Hey, Daddy ist in the house! Wie kommst du dazu, dich an einer nagelneuen, sehr teuren Fernbedienung so zu vergehen? Sie hat nicht funktioniert und ich habe die Beherrschung verloren. Deshalb ist sie nutzlos. Aber Schatz, was elektronische Geräte angeht, da bist du nicht gerade die beste Schülerin. Ich bin sehr clever. Ich hatte auf dem College eine 1,0. Wie war's bei dir? Ich war fast genauso gut, trotz meiner zeitintensiven Aufgaben beim Cheerleading. Wir hatten uns geeinigt, nicht vom Cheerleading anzufangen. Cheerleading galt in meinem College als cool. Die Footballspieler waren total eifersüchtig, echt. Ich und meine Kumpels Trevor, Scott und Ling durften nicht auf ihre Partys. Im Ernst, Claire, ich erwarte eine Entschuldigung dafür, dass du die Fernbedienung kaputt gemacht hast. Okay. Entschuldige, dass ich die blöde Fernbedienung kaputt gemacht habe, die du gekauft hast. Dummerweise. Tut mir leid, aber die Experten von CNET.com haben gesagt, das ist die beste Fernbedienung. Die haben ihr 3,5 Mäuse gegeben. Wow, ich habe eine Idee. Laden wir doch die Jungs von CNET ein und deine alten Kumpels vom Cheerleading und dann schmeißen wir eine coole Nerdparty. Ling ist kein Nerd. Er hat seinen eigenen Helikopter gebaut und wenn er noch hey, am Leben reden wäre... Reden wir nicht über Ling, das regt dich zu sehr auf. Weißt du, was ich mache? Hm. Ich kaufe eine neue Fernbedienung. Die gleiche Fernbedienung. Und um zu beweisen, wie sehr du dich irrst, bringe ich unserem dümmsten Kind in 20 Minuten bei, sie zu benutzen. Wer ist unser dümmstes Kind? Luke. Luke? Nein, Luke versteht Elektronikgeräte. Haley. Nein. Doch, Haley. Erklär Haley die Fernbedienung, dann werde ich mich entschuldigen. Haley? Mhm. Ach komm, Claire. Jetzt drückst du den Knopf, auf dem Optionen steht. Wo ist der? Der ist da rechts. Rechts. Und jetzt drück DVD ansehen. Was? Schätzchen, jetzt konzentrier dich. Wir haben nur 20 Minuten Zeit. Stell dir vor, das Einkaufszentrum macht gleich zu. Dad, das ist doch bescheuert. Ich sehe auf meinem Computer fern. Warum muss ich das lernen? Weil deine Mom denkt, dass du das nicht hinkriegst. Das kriegt keiner hin. Haley, hör mal zu. Hör mal zu. Du glaubst vielleicht, dass du das nicht schaffst. Aber das ist für all die Male, wo Mom dir gesagt hat, dass sie recht hat. Wo du aber wusstest, dass sie nicht recht hat. Ich werde es hinkriegen. Mein Mädchen. Haley? Bist du bereit? Ja, es kann losgehen. Schalte den Fernseher an. Angela sagt, nachdem sehr sie ihr die Haare gefärbt hat, Ton aus. Wurden sie grau und dann grün. Ton wieder an. $65. Mach eine DVD an. Angelas Friseur Frederick Lonmeier will die Verantwortung... Ein Kapitel weiter. Warte. Und er setzt sich von okay. der Verfolgergruppe und wieder auf Fernsehen. Seinen engsten Konkurrenten vorbei an die Spitze. Die Farbe ist es also. Edge! Nicht übermütig werden, Phil. Wollen wir doch mal sehen, was unsere gute Haley jetzt anstellt. Achtung! Edge! Dad, was mache ich jetzt? Keine Panik, wir haben das geübt. Denk einfach nach. Gib auf. Gib's zu, ihr habt verloren. Haley? Okay, Sekunde. Also... Erstmal mit der Fernbedienung auf TV-Modus, dann drückt man Input, bis man HDMI 1 kriegt und... Geschafft! Sie hat's geschafft! Ich hab's geschafft! Gut, das war der Beweis. In diesem Haushalt ist keiner so blöd wie ich. Nein, Schatz, du verstehst nicht, worum es geht. Ich habe Haley in 20 Minuten erklärt, wie die Fernbedienung funktioniert. Jetzt überleg mal, wie schnell du das lernen kannst. Was soll denn das bitte bedeuten? Siehst du, das meine ich!